möchte ich an der Stelle auch mit der Aufzeichnung beginnen. Nochmal von der Stelle offiziell alle Leute begrüßen. Wie gesagt, heute geht es um Neuerungen von Delphi XE7, insbesondere natürlich auch Desktop-Entwicklung, ein bisschen mobile Entwicklung, Formulardesigner, parallele Programmierbibliothek, FireDeck werde ich ein bisschen ansprechen. Das sind so ein paar Punkte, die ich heute adressieren werde. Vorgenommen habe ich mir dafür 45 Minuten. Das wird definitiv nicht reichen. Aber mein Notebook läuft hier momentan auf Akku, also von daher ist dem eine natürliche Grenze vorgeschoben. Von meiner Seite aus, ja, ein paar Namen oder ein paar Sätze zu meiner Person. Wie gesagt, Matthias Eising ist mein Name. Ich bin sogenannter Senior Sales Consultant, schon relativ lange bei Borland Inpreis, Borland CodeGear, jetzt Embarcadero dabei, aber auch zugegebenermaßen recht froh mittlerweile bei Embarcadero oder unter den Fittichen von Embarcadero zu sein, weil ich hier einfach sehe, die Produktentwicklung geht massiv weiter. Ich erinnere nur einfach an die Einführung an FireMonkey, Cross-Mobile-Entwicklung, 64-Bit, VCL-Erweiterungen, neuer Report-Designer. Ja, es ist mal wieder ein Report-Designer, aber dafür ein sehr guter. Bis hin natürlich auch zu Neuerungen rund um Desktop-Entwicklung. Delphi mache ich schon seit der ersten Stunde, soll heißen, ja, seit 94, 95. Am 14. Februar 1995 kam dann Delphi 1 hier auf den Markt. Namen, Kontaktdaten und so weiter und so fort sieht man hier. Das ganze Webinar wird auch aufgezeichnet, so zumindest mein Plan. Und das wird dann heute Mittag auch unter dem sogenannten Embarcadero-Channel zur Verfügung gestellt auf YouTube. Wie gesagt, damit möchten wir auch einfach beginnen. Red Studio, um es mal ein bisschen einzugrenzen. Im Bereich der Windows-Entwicklungsumgebung gibt es ja eigentlich nicht mehr allzu viele Entwicklungsumgebungen. Es gibt aber noch viel weniger, wenn es darum geht, auch wirklich Cross-Plattform entwickeln zu können. Cross-Plattform, das heißt an der Stelle, dass ich mit einem Projekt, mit einem Quelltext verschiedene Endgeräte, Zielplattformen, Zielbetriebssysteme ansprechen kann. Theoretisch und praktisch ist es mit dem Red Studio, mit dem Delphi und auch dem C++ Builder sehr gut möglich. Das heißt, wir haben die universelle Entwicklungsumgebung, um für Windows Desktop zu entwickeln. Da muss sich Delphi seit 20 Jahren absolut nicht verstecken. Da hat es wirklich Meilensteine gesetzt und die entsprechenden Voraussetzungen oder die Messungen für andere Entwicklungsumgebungen geschaffen, bis hin natürlich auch zur mobilen Entwicklung, die wir ausgebaut haben, die wir vor einigen Jahren eingeführt haben, die auch mittlerweile sehr praktikabel ist für Android, für iOS, mit einem gemeinsamen Quelltext diese Zielplattformen zu adressieren. Mac Desktop ist noch so ein kleines Abfallprodukt in Anführungszeichen. Auch da kann man jetzt mit einem gemeinsamen Quelltext auch diese Plattform recht gut adressieren. Wir Ganze machen das, wir machen das Ganze nativ. Das heißt, wir haben entsprechende Compiler unter der Haube. Das Red Studio selber läuft immer als Windows-Anwendung, als Windows-Entwicklungsumgebung auf einer Windows-Plattform. Es kommt aber mit einer Vielzahl, ungefähr ein Dutzend verschiedener Compiler daher, um die verschiedenen Zielplattformen, ARM-CPUs, Intel-CPUs, Intel-Simulator-CPUs, ARM-Simulator-CPUs anzusprechen, um auf der Windows-Plattform das Kompilat für die passende Zielplattform zu erzeugen. Auch was wir, und das ist eine Neuerung von Delphi XE7, was wir mit XE7 eingeführt haben, ist das sehr leichte Ansprechen von Gadgets und Wearables. Das heißt, ich sag mal, solche Geräte wie Herzfrequenzmesser, wie Schrittsensoren, wie ganz allgemein Health-Sensoren, Gesundheitssensoren, aber auch so illustre Dinge wie Bluetooth 4.0 in jedweglicher Kombination. Da gibt es eine Vielzahl von Profilen, da gibt es tausende verschiedener Geräte, ist aber heute weniger das Thema, das machen wir dann übermorgen. Das Besondere, wie vorhin schon gesagt, und deswegen liebe ich Delphi auch so, es ist eine Rapid Application Development Environment. Das heißt, ich habe wirklich Formulardesigner, ich habe ereignisorientierte Programme,
wo ich nur noch an passender Stelle den passenden Quellcode ausführen muss. Klar, Red hat natürlich auch manchmal so einen leichten Beigeschmack, dass man es einfach nur so dahin schmiert. Auch das ist möglich, das machen leider Gottes, ich habe zumindest davon gehört, das macht der ein oder andere Kunde vielleicht mal. Für kleine Anwendungen ist das ja auch ganz okay. Aber man kann natürlich auch hier moderne Konzepte, Trennung von Präsentations-, Business-Logik, Anwendungslogik, Datenbank-Zugriffsschicht innerhalb seiner Anwendung integrieren. Auch das ist mit Delphi möglich. Oder wie sagt der Amerikaner so schön, a fool with a tool is still a fool. Also ein, mit Verlaub, Idiot mit einem Werkzeug ist weiterhin ein Idiot. Man muss es auch wissen einzusetzen. Aber wir bieten die technische Grundlage, wir bieten die Compiler, wir bieten die Frameworks. Das ist das, worauf wir uns fokussieren, was wir an der Stelle mit Delphi, mit dem Red Studio umsetzen. Und da ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, bestehenden Quellcode weiter zu verwenden. Ich könnte jetzt hier in Delphi 1 starten, ein Hello World programmieren, ein bisschen Datenbanken drumherum, ein bisschen Windows API. Auch das kann ich immer noch portieren. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, eine Anwendung aus dem Jahr 1995 in die moderne Zeit rüberzubringen. Algorithmen, Datenstrukturen kann ich hier auch mit keinen oder sehr wenigen Anpassungen auf Android, auf iOS, auf Mac Desktop rüberbringen. Und das ist eigentlich das Schöne, was Delphi an der Stelle ausmacht. Eine Codebasis für verschiedene Plattformen. Und das Ganze hier natürlich mit der direkten Voransicht, mit dem Rapid Application Development Ansicht, mit der Unterstützung von Enterprise-Datenbanken, Enterprise-Zugriffen, Cloud-Zugriffen, Web-Zugriffen, sei das jetzt auf Kinvey und Parse, entsprechende Cloud-Dienste, bis hin natürlich auch zur allgemeinen REST oder Mobile Enterprise Application Plattform, zur Integration bestehender Dienste, mobiler Geräte bis hin zu Webdiensten, die angesprochen werden können. Delphi ist und bleibt in meinen Augen weiterhin die beste Entwicklungsumgebung, visuelle Entwicklungsumgebung für Delphi, für Windows Desktop Anwendungen. Nicht, dass ich das hier synonym verwenden mag. Nein, das war ein freudscher Versprecher. Aber es ist in meinen Augen wirklich, wirklich der Schlüssel zu Windows 32-Bit, 64-Bit bis hin zu den neuesten, schönsten, besten Windows-Funktionalitäten, die hier mit integriert werden. Klar steht Windows 10 auch vor der Haustür. Auch da sind wir momentan mit Microsoft im Gespräch, was man da machen kann. Da gibt es natürlich auch ein paar Dinge im Sinne von SDK lizenzieren. Wir sind der einzige Hersteller mittlerweile, die das SDK von Microsoft lizenziert haben, mit dem wir an der Stelle arbeiten können. Auch da muss man an der Stelle natürlich auch arbeiten. Hier bekomme ich gerade so die ein oder andere Rückmeldung, dass kein Ton da ist. Kann mir mal jemand per Chat sagen, ob er den Ton hört von meiner Seite? Da wäre ich sehr dankbar drum. Von meinem Audio her sehe ich hier, Ton kommt hier völlig problemfrei an. Ich höre alles, ich höre sehr, sehr gut, ja, höre alles, Ton ist da. Muss also ein lokales Problem sein. Ich bekomme hier gerade 75 Rückmeldungen, vielen Dank. Ist auch eine relativ volle Hütte. Muss also ein Problem auf der Client-Seite sein. Ton perfekt, Ton ist da, ich höre alles. Vielen Dank, Tobias, Sebastian, Karl-Heinz, Thomas, Sven, Markus, Wolfgang, Christian, Jörg, Detlef, René, Thomas, Klaus, Joachim und so weiter und so fort. Also von daher sollte es in Ordnung sein. Gut, Mobile-Entwicklung, Windows-Desktop-Entwicklung und natürlich auch das Adressieren von neueren Geräten, Gadgets, Wearables und natürlich auch die Perspektive zu neueren Windows-Desktop-Versionen. Es ist also für jeden etwas dabei. Delphi hat sich etabliert. Delphi wächst auch in den letzten Jahren wieder recht massiv. Wir sehen es natürlich auch von der Vertriebsseite an den Umsatzzahlen. Delphi wächst mit circa 15-23% pro Jahr, was recht beeindruckend ist. Also aus dem tiefen Tal der Tränen rund um Delphi 8, Delphi 2005, sind wir mittlerweile sehr gut hervorgeschritten und haben mittlerweile auch die Power, die Kraft, die Energie, das Produkt dahingehend auch weiterzuentwickeln. Für jeden was dabei, Datenbankzugriff, Reporting, 64-Bit-Mobilentwicklung, Enterprise-Datenbanken, Enterprise-Cloud-Dienste,
All was ist dabei. Was ist nun konkret neu innerhalb von Delphi? Es gibt eine Vielzahl Neuerungen rund um die mobile Entwicklung, da heute nur ein kleiner Teil dazu, bis hin natürlich auch zu den Möglichkeiten, mobile Endgeräte anzusprechen, dazu am Donnerstag noch ein bisschen mehr. Kleiner Punkt, den ich heute definitiv ansprechen werde, ist die parallele Programmierbibliothek, System Threading, die Unit, die es mir ermöglicht, hier quasi parallel Prozesse aufzusetzen, Aufgaben in den Hintergrund zu legen, Tasks oder aber auch parallele Schleifen zu benutzen. Dazu nachher einige Programmierbeispiele an der Stelle, die ich auch bringen werde. Ja, noch eine Zwischenbemerkung von Frank Kugler, leider immer noch kein Ton. Kann ich jetzt relativ wenig helfen, muss ein lokales Problem sein. Gadgets und Wearables, Internet of Things, wie gesagt, am Donnerstag mehr, parallele Programmierbibliothek, EMS-Middleware-Infrastrukturen, die es mir erlauben, innerhalb eines vorgefertigten Containers auf REST-Basis entsprechende Packages hinein zu deployen, die dann von mobilen Endgeräten oder Desktop-Anwendungen benutzt werden können, was es auch in der Professional-Version gibt, EMS Enterprise Mobility Services, auch eine Neuerung von XE7, und damit ist es sicherlich eins der besten, wenn nicht gar das beste Delphi, was es je gab. Im Bereich der VCL-Erweiterungen haben wir natürlich all das, was in XE bis XE6 mit hinzugefügt worden ist. Seien es jetzt, sagen wir mal, die Sensoren, sei es neue Report-Generatoren, sei es FireDeck, sicherlich viele Komponentenbibliotheken, die erwähnenswert sind und die man auch wirklich sehr gut nutzen kann. Aber auch natürlich Neuerungen, wenn es um Schaltflächen, Oberflächendesign geht, wie zum Beispiel die Taskbar, eine Komponente zur Erweiterung des Kontextmenüs oder der Voransicht einer Anwendung, die unter Windows 7, Windows 8 läuft, dass also in der Voransicht meiner Taskbar auch noch entsprechende Einträge enthalten sein können, zum Anpinnen, zum Ausführen von Aktionen direkt aus der Taskbar heraus. Aber auch die Einbindung von Tethering, ein Punkt, den ich auch am Donnerstag besprechen werde, die neue Jump-List-Komponente, das ist die Erweiterung der Taskbar, die parallele Programmierbibliothek, FireDeck-Verbesserung, Bluetooth, was man natürlich auch auf dem Desktop nutzen kann. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Projekten rund um Delphi, rund um Bluetooth. Eins der Projekte ist zum Beispiel auch die Ansteuerung oder das Abgreifen des CAN-Busses im Automotive-Umfeld. Da kenne ich auch das ein oder andere Projekt, die einfach eine schnellere, bessere, leichtere Kommunikation haben wollen von einem entsprechenden Diagnosegerät über einen entsprechenden OBD-Onboard-Diagnostik-Stecker auf Bluetooth-Basis, um eine bestehende Desktop-Anwendung mit dem CAN-Bus oder mit den Diagnosefähigkeiten eines Automobils zu verknüpfen. Auch sehr schöne, interessante Erweiterungen, die sich hier aufgrund der Kommunikation mit Bluetooth ergeben oder aber auch Möglichkeiten, des App-Tetherings, um mobile Endgeräte mit bestehenden VCL-Desktop-Anwendungen kommunizieren zu lassen. Klar, es gibt natürlich auch einige fremdbestimmte Umgebungen, fremdbestimmte Aspekte, die bei der Weiterentwicklung hier zum Tragen kommen. Microsoft bietet generell keine Unterstützung mehr für Windows XP, also von daher schon eine gewisse Notwendigkeit, seine Anwendungen zu modernisieren, auf modernere Betriebssysteme zu bringen, mit moderneren Entwicklungsumgebungen auch das Look and Feel anzupassen, zum Beispiel über das VCL Styling, über die neuen Sprach- und RTL-Verbesserungen, Visual-Life-Bindings, 64-Bit-Compiler, neue Datenbank-Zugriffskomponenten, REST- und Cloud-Dienste, seine Anwendungen zu erweitern. Es gibt natürlich immer wieder noch Kunden, die an der Stelle zum Beispiel auch die Borland Database Engine einsetzen. Wir raten seit dem Jahr 2001, 2002 davon ab, die Borland Database Engine einzusetzen. Sie wird auch, jetzt man möge sich festhalten, nicht mehr standardmäßig mit installiert. Aber auf vielfachen Wunsch bieten wir die Borland Database Engine immer noch als separaten Download an, sodass man
die Komponenten T-Query, T-Database, T-Table nachträglich mit den passenden IDAPI-DLLs installieren kann. Hurra! Aber generell die Empfehlung, nutzt bitte was anderes. Nutzt bitte nicht mehr die Borland Database Engine. Nutzt sie gerade oder insbesondere nicht in Verbindung mit Paradox-Tabellen auf Windows 7, auf Windows 8 im Netzwerk. Da werdet es euch relativ regelmäßig den Sekundärindex zerschießen. Also von daher nehmt Abstand davon, nehmt eine x-beliebige andere Datenbank. Mir persönlich ist das relativ egal. Es gibt Interbase Lite, was wir mit ausliefern. Eine Desktop-Datenbank bis 100 MB, kostenfrei einsetzbar, x-beliebig häufig, weiter verbreitbar. Auch das als lokale Datenquelle mit bis zu 100 MB mag ein valides Argument sein. Ihr könnt Microsoft Access benutzen, Firebird oder andere Open Source oder kostenfreie, lizenzfreie Datenbanken. Aber tut mir einen Gefallen, nutzt nicht mehr die BDE. Das waren meine üblichen, nicht vermeidbaren 3 Minuten zur BDE, die ich an der Stelle immer wieder gern erwähne. Gut, wirklich neu und sehr schön ist auch die parallele Programmierbibliothek, die automatisch Threads erzeugt für bestimmte Aufgaben, die ich im Hintergrund habe. Das Schöne ist an der Thread-Bibliothek, die wir mit XE7 natürlich ab der Professional oder sogar ab der Starter-Version hiermit ausliefern, ist, dass sie für alle Plattformen funktioniert. Sie ist nicht auf bestimmte Threads angewiesen, die das Betriebssystem zur Verfügung stellt, sondern diese Threads laufen auf allen verschiedenen Plattformen. Das realisieren wir natürlich mit den Compilern, die wir selber erzeugen, die auf LLVM, der Low-Level Virtual Machine, aufsetzen. Apple macht das, selbst Microsoft ist mittlerweile auf den Zweig gekommen, auf die LLVM-basierten Compiler umzusteigen, respektive für die mobilen Plattformen. Da hat ja Microsoft relativ nebulös irgendwo großartige Android-Unterstützung angeschaut. Mal gucken, wie es da aussehen wird. Mal gucken, wie es denn da auch um die Visualität geht. Mal sehen, wie sich das Ganze denn umsetzt. Schneller Code ist immer noch das primäre Ziel, was wir versuchen zu erzeugen. Das gelingt uns in vielen Bereichen sehr gut. Neu ist wirklich hier die parallele Programmierbibliothek. Immer mehr Endgeräte, seien es jetzt Desktop-PCs, Notebooks, seien das aber auch mobile Endgeräte, haben mehr und mehr sogenannte Cores, also zentrale Recheneinheiten zusammengefasst auf einer CPU, davon entsprechend 2, 4, 8, 16. Es gibt mittlerweile die ersten Android-Geräte mit 8 Cores, von denen 2x4 jeweils einzeln genutzt werden für Energiesparmaßnahmen. Aber der Trend geht eindeutig Richtung Multicore-Entwicklung, Multicore-Adressierung von Programmierproblemen. Und da haben wir nun, ich möchte fast sagen, endlich auch eine passende Programmierbibliothek, die das Ganze unterstützt. Automatisches Thread-Pooling, automatisches Aufbauen von den Threads, sehr leicht einzusetzen, dazu gleich einige Beispiele. Innerhalb von Object Pascal auch einige Verbesserungen für dynamische Arrays. Dynamische Arrays, die sich besser initialisieren lassen, die an der Stelle gleich über eckige Klammern aufgezählt werden können. Auch dynamische Arrays, die ich konkatenieren kann, die ich zusammenfügen kann, die ich also über das Plus-Symbol, über den Plus-Operator zusammenbringen kann, dass ich auch einzelne Elemente aus solchen dynamischen Arrays hier löschen kann, hinzufügen kann. Das ist recht einfach über die dynamischen Arrays heutzutage zu erreichen. Die parallele Programmierbibliothek auch für VCL, für mobile Entwicklung, für FireMonkey, Desktop, mobile Entwicklung sehr gut geeignet. Wie gesagt, Cross-Plattform mit dem entsprechenden Pool-Thread, der automatisch initialisiert wird. Wir sagen an der Stelle, auch das ist wiederum beeinflussbar, anpassbar, pro Core, den wir entdecken, ja, das funktioniert, bauen wir erstmal einen Thread-Pool von 2 Threads pro Core auf, aber das kann man auch natürlich individuell beeinflussen.
was die Leistungsfähigkeit von Mehrcore-Systemen wirklich auch zu nutzen vermag. Auch bestehenden Code kann man damit relativ leicht umstellen, erweitern, ergänzen. Es gibt natürlich auch asynchrone Operationen, wie zum Beispiel Tasks, die in den Hintergrund gesetzt werden kann, gerade wenn es darum geht, irgendwo mal auf Datenbanken zuzugreifen. FireDeck hat natürlich auch hier schöne asynchrone Möglichkeiten, dass man langlaufende Queries in den Hintergrund setzen kann, aber mit anderen Datenbankkomponenten vielleicht nicht. Das lässt sich hier mit einer solchen parallelen Programmierbibliothek recht leicht erreichen. Gut, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. System Threading Unit, da gibt es drei wesentliche Aspekte. T-Parallel Fault, die es mir ermöglicht, eine parallele Vorschleife mit automatischer Verteilung der entsprechenden Schleifendurchläufe auf verschiedene Cores durchzuführen. Dass man mit der entsprechenden T-Task-Klasse und seinen Methoden Run, Wait for Any, Wait for All oder Future auch auf Werte warten kann, die berechnet werden kann. Gerade die Futures erlauben es mir, zu sagen, ja, ich möchte einfach auf eine bestimmte Variable, auf einen Wert zugreifen, der dann auch erst faktisch im Hintergrund berechnet wird. Mit den entsprechenden Interlocked-Klassen, die in den System-Sync-Objects mit enthalten sind, kann man jetzt natürlich auch globalere Variablen oder Variablen außerhalb meiner Methode hier ansprechen. Noch ein paar weitere RTL-Verbesserungen, insbesondere für VCL-Entwickler, OmniXML-Unterstützung innerhalb des XML-Documents, was natürlich auf den mobilen Plattformen durchaus einige Vorteile hat, je nachdem Speicherkapazität, Geschwindigkeit und die entsprechende Darstellung meines Document Object Models mit den entsprechenden Parsern für XML. Dokumenten mag es hier durchaus eine Alternative, zum Beispiel zu Xerxes sein. Es gibt entsprechende neue Codierungs-, End- und Dekodierungsmechanismen für Web, wie zum Beispiel Base64, dass man zum Beispiel ein binäres Objekt, ein Bild Base64 kodiert. Auch solche Funktionalitäten sind in Delphi endlich, möchte ich fast sagen, automatisch mit enthalten. Gut, einen kleinen Blick darauf. Ich gehe mal kurz in die Fragerunde, gucken, ob es da irgendwelche großartigen Fragen gibt. Die öffne ich mal an der Stelle, um mal einen Überblick zu bekommen. Vielen Dank nochmal für die Rückmeldung, dass das alles soweit mit dem Ton rüberkommt. Wie gesagt, der eine oder andere mag keinen Ton kriegen, aber wir haben hier ja doch ein paar hundert Teilnehmer sogar sehe ich hier gerade. Oh, recht beachtlich. Bei den meisten funktioniert das auch. Ja, mal geht's, mal geht's. Gut, müssen wir mal mithalten. Hier gab es schon mal eine Frage, wie verhält sich Delphi 7 selbst auf Multicore-Systemen? Soweit im besten Rahmen. Delphi 7 nutzt natürlich weder irgendwo welche Hintergrundkompilationen, noch hat man hier irgendwo schöne Möglichkeiten über die Threading Library, ein bisschen was damit zu arbeiten. Delphi 7 kann ich natürlich auf Multicore-Systemen selbst betreiben. Klammer auf, passendes Betriebssystem vorausgesetzt. Wir sagen ja selber, Delphi 7 läuft bis Windows XP. Windows XP gibt es keine Unterstützung mehr. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Man kann natürlich mit der T-Thread-Klasse selber arbeiten. Gut, kommen noch ein paar andere Fragen, so weiter. Linux-Unterstützung, C++ und so weiter und so fort. Komme ich dann auch nachher dann mal drauf zu sprechen. Ich habe hier das Delphi mal so weit mitgebracht, was hier in einer virtuellen Maschine läuft. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit habe ich hier ein sagenhaftes Programm, das brauche ich mal nicht. Also ich lasse es hier an der Stelle einfach auf Mac innerhalb einer virtuellen Maschine laufen. Das ist soweit auch in bester Ordnung. Hat nicht ordnungsgemäß funktioniert. Kommen wir vielleicht nachher mal drauf zurück. Auf der Willkommensseite, klar, innerhalb
der VCL gibt es die Möglichkeiten, seine eigenen Anwendungen ein wenig anzuhübschen. Hier habe ich mal ein passendes Projekt dazu mitgebracht. Das ist sozusagen ja eine klassische Client-Server-Anwendung in Verbindung mit einem Interbase-Datenbank-Server. Worum es mir an der Stelle einfach geht, ist, auf der einen Seite habe ich hier natürlich die Möglichkeit, ja, innerhalb meiner Formulare, innerhalb meiner Klassen hier Standard Windows Look and Feel zu nutzen, aber natürlich auch mit neueren Möglichkeiten, mit den Stilen von Windows, habe ich hier auch schöne Spielmöglichkeiten, die ich sehr individuell auch zur Laufzeit mit anpassen kann. Also das kann man hier an der Stelle nutzen, um bestehende Anwendungen etwas anzuhübschen, um an der Stelle auch das Look and Feel einer klassischen Delphi-Anwendung etwas ja, zu modernisieren. Die klassische Delphi-Anwendung besteht aus einem DB-Navigator, einem DB-Grid, ein paar Buttons, auch wie wir das hier sehen, vielleicht noch ein Tab-Sheet, Tab-Control mit dabei. Aber hier mit diesen passenden Stilen hat man schon mal die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen hübscher zu machen. Hübsch liegt natürlich auch im Auge des Betrachters. Neu an Delphi XC7 ist es natürlich auch, dass man hier auch die Menüzeilen, Menüpunkte hier entsprechend stylen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut sehen kann. Hier gibt es einen leichten Farbverlauf auch in den Menüzeilen selber drin. Also da kann man schon ein wenig mit herumspielen, um seine Anwendungen zu aktualisieren und zu verbessern. Auch hier natürlich die Möglichkeit, aus der Taskbar heraus direkt auf solche Funktionalitäten meiner Anwendung darauf zuzugreifen. Wie kann man das leicht umsetzen? Datei neu, VCL-Formularanwendung, wie man das seit Delphi 1 erkennt. Man fügt hier oder man kann hier einfach mal das eine oder andere Control mit hineinfügen. Auch das erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, geschweige denn auf Schönheit. In den Projektoptionen auch hier ein kurzer Blick auf das Erscheinungsbild. Hier kann man nun verschiedene Styles mit inkludieren. Wir liefern also schon so eine Reihe von so zwei, drei Dutzend Stilen mit. Wir haben auch die Premium Style Packs noch darüber hinaus, die es mir ermöglichen, hier auch solche Stile noch selber zu ergänzen, bis hin natürlich auch zu den Möglichkeiten, dass man hier seine Anwendung natürlich auch mit eigenen selbst definierten Stilen hier bearbeiten kann. Da gibt es gerade auch so ein paar schöne Designer dafür. Wir liefern auch einen Bitmap-Stildesigner mit. Der es mir ermöglicht, aufgrund der verschiedenen Vorgaben, der verschiedenen Farben, der verschiedenen Objekte, hier aufgrund des Styles, hier sieht man dann auch, und das ist eigentlich der normale Weg, erstmal so ein Stilbild zu exportieren und das individuell dann selber zu überpinseln, ist eine transparente Grafik, die hier mit hineingebracht wird, bis hin natürlich auch zu den verschiedenen Elementen, visuellen Elementen, die hier mit hineingebracht werden, wo ich sehr individuell auch zum Beispiel die Selection-Farbe hier umstellen kann. Das standardmäßige Blau mag vielleicht nicht jedem gefallen und sein Stil an der Stelle als eigenen Stil hier definiert seine Anwendung mitgeben. Den Stildesigner kann man natürlich mit weitergeben, kann man an einen Grafikdesigner weitergeben, auch das Ganze lizenzfrei, kostenfrei, um einem Grafikdesigner hier dieses Handwerkszeug in die Wiege zu legen. Gehen wir mal in die dynamischen Arrays. Das alte möchte ich mal nicht speichern. Ist jetzt nicht besonders dramatisch. Das, was wir vorhin im Prinzip auch schon im kleinen Rahmen gesehen haben. Dynamische Arrays, ein Array of Integer wird hier initialisiert. Hier werden dynamische Arrays konkateniert. Hier werden weitere Elemente mit hinzugefügt. Also auch da wiederum ganz normal mit dem Plus-Operator. Recht hohe Flexibilität, ist nur eine kleine Neuerung. Markerlinks im Quelltext durchaus lesbarer machen. Also was hier letztendlich rauskommt, ist 1, 2, 3 plus 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So sollte das an der Stelle soweit rauskommen. Komplizierter wird es hier schon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier wird 8, 9 in das dynamische Array an die vierte Stelle mit hineingebracht. Ist natürlich wiederum 0 basiert, also 1, 2, 3, 8, 9, 4, 5, 6. Dann wird aus dem dynamischen Array an der zweiten Stelle ein Element gelöscht.
Drittes Element, 0 basiert, also die 3 wird rausgelöscht. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertan habe, sollte da 1, 2, 4, 8, 9, 5, 6 rauskommen. Ich lasse mich davon mal überzeugen. Okay, das war einfach. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Und hier haben wir 1, 2, 4, 8, 9, 5, 6. Habe ich also doch richtig in Erinnerung. Ist nur so ein kleiner Schmankerl für dynamische Arrays, aber durchaus praktikabel zu handhaben. Interessanterweise wird es natürlich auch schon mit der parallelen Verarbeitung der parallelen Bibliothek. Das Ganze habe ich hier einmal als VCL-Anwendung. Nicht besonders dramatisch. Hier wird einfach über einen Button-Klick bis zu einem maximalen Wert. Max ist natürlich hier auch definiert. Max sind momentan hier 100.000. Wird einfach geschaut, ob es sich bei der numerischen Zahl, bei der natürlichen Zahl um eine Primzahl handelt. Dazu gibt es die wunderschöne Methode isPrime, die hier an der Stelle selber als Funktion definiert worden ist und das ganz normal innerhalb einer Vorschleife durchgetockert. Hier wird das Total Results, hat nichts mit dem Ableben hier zu tun, von 0 entsprechend inkrementiert und am Ende wird das ausgegeben. Wie lange hat es dafür gebraucht und wie viele Elemente innerhalb der ersten 100.000 natürlichen Zahlen, wie viele Primzahlen gibt es innerhalb der ersten 100.000 natürlichen Zahlen? Das Ganze braucht eine gewisse Zeit. Das ist so die klassische Programmierung. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, ja, da hat er jetzt ungefähr 1,3 Sekunden für gebraucht und hat 9.593 Elemente festgestellt. Das Ganze ist ja beliebig reproduzierbar. Mal braucht er ein bisschen mehr, mal braucht er ein bisschen weniger. Alles soweit in bester Ordnung, aber die Anzahl der Elemente ist immer 9.593. Das Ganze jetzt als Parallelbibliothek, also aus der Parallelbibliothek tParallel, ist natürlich hier in den entsprechenden System Threading Units mit inkludiert. Die einfachste Variante ist eine Vorschleife von 1 bis zu einem maximalen Wert und dann eine anonyme Methode. Eine anonyme Methode, die an der Stelle einfach übergibt, was soll denn hier berechnet werden oder was soll an der Stelle mit dieser Zahl hier als Eingangswert hier gemacht werden. Also hier werden im Prinzip die i-Werte von 1 bis max hier durchgerechnet, ob sie dann ob sie dann Prime sind und ansonsten über Interlocked Increment aus den Sync Objects sehen wir gleich auch nochmal, wird ein TOT, also eine etwas globalere Variable, ein Scope, der darüber hinaus eine Schale höher liegt, hier auch wiederum verändert. Also auch aus dieser parallelen Vorschleife heraus wird auch auf andere Variablen hier zurückgegriffen und diese inkrementiert. Vorhin hatten wir ungefähr 1,3 Sekunden. Das können wir hier nochmal kurz testen. Wenn man das Ganze jetzt mal parallel macht, dann hat man jetzt so ungefähr, ja, 350, 400 Millisekunden. Das schwankt so ein bisschen je nach Last. Also ungefähr, ich sag mal, 400 Millisekunden haben wir hier ungefähr grob, sage ich mal, ein Viertel von dem, was ich sonst brauche. Das liegt darin, dass hier meine virtuelle Maschine, die virtuelle Maschine in den Einstellungen, ich kann es mal eben kurz zeigen, der habe ich 4 Prozessorkerne zugeordnet. Also man kann ungefähr von einer Viertelung davon ausgehen. Das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen erweitern, das Ganze hier auch in etwas größeren Projekten hier mal durchsetzen. Das ist Conway's Life. Conway's Life ist ein Lebenssimulationsprogramm. Ich nehme hier mal die VCL-Anwendung, wo entsprechende Lebensformen repräsentiert durch einen schwarzen Punkt auf einer Fläche leben. Und wenn diese Lebensformen viele Nachbarn haben, sozusagen solch einen schwarzen Block, den ich hier einfach mal mir zusammenklicke, dann sterben die relativ schnell. Der hier in der Mitte, der fühlt sich überbevölkert und stirbt deswegen relativ schnell. Es ist so eine mitteldichte Population, kann sich das hier durchaus positiv erweitern.
Ich starte das Ganze mal, dann sieht man dann auch, wie die Population sich hier im Laufe der Zeit über die verschiedenen Iterationen weiter fortpflanzt. Es gibt dann auch zum Teil so stabile Elemente, die hier zusammengesetzt werden oder hier so flackernd hin und her. Das ist jetzt nicht besonders toll. Er berechnet mir hier momentan so knapp 35 Generationen pro Sekunde. Maximal 36 Stück. Das Ganze kann ich parallel ausführen lassen, dann berechnet er mir halt eben ja einen guten Teil mehr. Das geht also bis 122, also ungefähr dem Vierfachen von dem, was ich dann vorher hatte. Conways Live wird an der Stelle auch mitgeliefert. Ich kann hier auch mal so ein paar schöne oder weniger schöne Standard-Elemente mal hier mit reinladen. Da sieht man dann auch, wie das Ganze dann auch in beliebigen schönen Mustern hier über den Bildschirm flackern kann. Das ist die parallele Vorschleife, die wir hier genutzt haben. Ich möchte allerdings mal ein eigenes Programm dazu schreiben, wo ich einfach mal Tasks in den Hintergrund lege. Und das Ganze auch wiederum relativ simpel über einen entsprechenden Buttonklick. Es gibt jetzt auch nichts Großartiges Besonderes, also von daher die Erwartungshaltung vielleicht etwas zurückhalten. Aber ich möchte einfach mal hier ein Array of Tasks aufbauen. Das heißt, ich baue mir hier einfach mal ein Array of Tasks auf. Und das Ganze aus dem Interface eTask heraus muss ich natürlich auch hier mit hinzufügen. eTask selber ist hier erstmal nicht deklariert. Auch hier kann ich mal großzügigerweise versuchen, in die Hilfe reinzugehen. Gucken, sagt die mir dann was? Ja, zumindest aus dem System Threading kommt es heraus. Da bin ich also schon mal ein wenig weiter. Die restliche Dokumentation ist hier momentan noch etwas übersichtlich. Aber auch da wird es natürlich noch besser werden. Ich hole mir darüber hinaus nochmal einen Integer heraus, einen Integer, um die Arrays of Tasks hier an der einen Stelle einfach mal zu setzen, um hier eine Anzahl von Tasks zu haben. Also setze ich hier das Array auf zwei Elemente soweit fest. Und die Variable i setze ich erstmal auf 0. Dann deklariere ich meinen ersten Task, also eine Hintergrundaufgabe, die ich hier ausführen möchte, indiziert bei 0. Und das mache ich einfach über ein ttask.create. Und dieser create, dem sage ich jetzt an der Stelle, was er denn tun soll. Auch hier übergebe ich wiederum eine anonyme Methode, an der Stelle sogar eine anonyme Methode ohne zusätzliche Parameter oder Signatur, setze auch hier wiederum über ein Begin-End sozusagen rein, was hier passieren soll. Und wie gesagt, das wird jetzt hier nichts besonders Dramatisches, aber ich möchte hier auch auf die Variable i zugreifen, die ich natürlich über ein t-interlocked add hier einfach mal einen Wert von 3000 gleich der Anzahl der Millisekunden hier hinzufüge. Jetzt habe ich hier natürlich auch noch mein And-Semikolon, so weiß, so gut erstmal stehen. Man beachte jetzt an der Stelle, ich habe hier momentan kein Castalia installiert. Dieses Create braucht jetzt hier als Parameter die komplette anonyme Methode und die muss ich hier an der Stelle natürlich auch abschließen, sodass das der Fehler erstmal soweit behoben worden ist. T-interlocked add, um diese Variable i auch um einen bestimmten Wert zu erhöhen. Auch das kennt er hier noch nicht. Also muss ich hier auch noch meine entsprechende Unit hier hinzufügen. Das sind die entsprechenden Sync-Objects, die hier noch mit hinein sollen. So bin ich dann auch mit einem einfachen, trivialsten Task soweit erstmal so gut bedient. Das Ganze könnte ich jetzt natürlich auch hier parallel oder auch mehrfach hier mit hinzufügen. Der Task 1, auch hier wiederum T-Task-Create, Procedure, anonyme Methode, signaturlos, ohne irgendwelche weiteren zusätzlichen Dinge hinein. Aber auch hier möchte ich mal zwei andere Werte für die Anzahl
der Millisekunden, die gewartet werden sollen, und dem i hier hinzufügen. Jetzt habe ich hier natürlich zwei Tasks soweit definiert. Auch wenn ich den Task soweit definiert habe, muss ich ihn natürlich auch starten. Greife also jetzt hier indiziert über die Liste der Tasks zu und sage einfach, dieser soll erstmal gestartet werden. Das gleiche natürlich auch für meinen zweiten Task an der Stelle. Ich liebe diesen Begriff Task. Und formatiere das nochmal ein bisschen, auch hier diesen zweiten Task. Jetzt muss man sich natürlich immer wiederum vor Augen führen. Was passiert denn nun? Hier wird im Prinzip ein Task kreiert und der Task gestartet. Das heißt, hier wird die Hintergrundaktualisierung, die Hintergrundausführung recht einfach umgesetzt. Klar, inhaltlich, semantisch ist das völliger Schwachsinn, aber es kommt ja auch von mir. Aber der Task wird gestartet. Hier wird ein zweiter Task gestartet. Hier in dieser eigentlichen Methode Button 1 Klick bin ich jetzt natürlich im Hauptthread und möchte jetzt innerhalb dieses Hauptthreads diese verschiedenen Tasks parallel davon ausführen. Geschieht über den Start automatisch. Wie bekomme ich denn jetzt nun wiederum Rückmeldung, wann die verschiedenen Tasks denn ausgeführt worden sind? Und über die Klasse tTask kann ich jetzt natürlich auch wiederum auf die entsprechenden Tasks warten, die hier natürlich das Array of iTask hier mit angegeben werden sollen. Ich könnte jetzt auf alle warten. Wait for all oder wait for any. Wird irgendeiner fertig oder sind alle fertig? Hier in dem Zusammenhang macht es natürlich eher Sinn, auf alle zu warten. Hier auch wiederum die Liste meiner Tasks, auf die ich dann nun wiederum warte. Zum Schluss kann ich jetzt nochmal sagen, Show Message. Alle fertig und dann ein entsprechendes, was haben wir jetzt noch? i.toString. Auch so etwas Schönes, was ich in Delphi mittlerweile sehr gerne benutze, das sind die sogenannten Class Helper. i.systemInteger wird hier natürlich hier zusammengebaut, nicht ein int.toString, sondern i.toString, ein Klassenhelper, der natürlich hier für die verschiedensten Grundtypen schon definiert ist, ob das jetzt ein Class Helper for Integer ist für entsprechende andere Werte. Sie können sich natürlich auch Ihre entsprechenden Helper für Ihre eigenen Klassen definieren. All das ist hier relativ leicht möglich, macht den Quelltext hier auch noch ein wenig einfacher. Gut, also minimal zwei Tasks aufgesetzt, zwei Tasks, die sehr sinnlos ist, die aber im Hintergrund ausgeführt werden, die sogar in Anführungszeichen eine Variable hier an der Stelle hier inkrementieren oder dementsprechend hochsetzen, verändern mit dem Interlocked Add, dass hier einfach Werte mit hinzugefügt werden sollen, das Ganze dann ausgegeben. Starte ich das Ganze, ist es nicht besonders prickelnd. Wait for all, das sage ich jetzt an der Stelle. Klar, jetzt brauche ich jetzt natürlich auch 8 Sekunden. Also er hat den 3000er und den 5000er Wert zusammen addiert und hier mit hineingebracht. Das Beispiel kommt übrigens von Stephen Ball. Stephen Ball, der hat das auch geblockt, um auch ein wenig mehr Dokumentation mit hineinzubringen. Für die schnellen Augen unter uns war die Dokumentation vorhin natürlich sehr übersichtlich. Vorschleife, Tasks, Futures, das sind die wesentlichen Punkte, die ich hier innerhalb der parallelen Programmierbibliothek für VCL-Anwendungen, für entsprechende mobile Anwendungen oder aber auch für Desktop-Anwendungen auf dem Mac sehr gut benutzen kann. Das nur so als kleiner Einstieg. Gut, nochmal ein wenig mehr zu Neuerungen rund um Delphi XE7. Da geht es jetzt natürlich auch um mobile Entwicklung, da geht es natürlich auch um Desktop-Entwicklung, mehr auf Basis von FireMonkey. FireMonkey, dem Framework, das wir seit Delphi XE2 eingeführt haben, seitdem kontinuierlich verbessert haben oder um es progressive auszudrücken, was auch Verbesserungspotenzial mit enthalten hat, was wir mittlerweile ausgeschöpft haben. Klar, ist immer noch ein bisschen was da. Aber wir auch hier haben wir mit XE7 neue Konzepte eingeführt, die auch den Desktop-Entwickler interessieren können, um auf, ja, ich sag mal, verschiedene Formfaktoren zu reagieren.
Und das beinhaltet neben dem Desktop natürlich auch die verschiedenen Gerätekategorien, Geräteklassen, Auflösungsgrößen für Smartphones, Phablets, Tablets, die dynamisch auch von diesem FireMonkey Framework adaptiert werden können, sodass also eine Anwendung auf unterschiedlichen Zielgeräten auch sehr gut aussehen kann. Das bedeutet natürlich auch Vereinfachung der Komplexität meiner Quellcode-Erstellung. Ich muss nicht für jede Plattform, für jedes Zielgerät, für jede Bildschirmauflösung einen entsprechenden individuellen Code schreiben, sondern Sinn und Zweck ist es, mit FireMonkey einen gemeinsamen Quelltext für unterschiedliche Plattformen, für unterschiedliche Zielgeräte zu haben. Und diese Zielgeräte, die unterscheiden sich halt eben immer ein wenig. Marginal, sei es beim Tab-Control. Wo liegen meine Tabs? Liegen sie oben? Liegen sie unten? Möchte ich sie vielleicht irgendwo anders platzieren? Sollen sie anders aussehen? Sollen über das Styling hier andere Elemente umgesetzt werden? Das machen wir mit FireUI. FireUI ist das Konzept, dass man solche individuellen Anpassungen durchführen kann, dass sie zum Teil automatisiert je nach Plattform umgesetzt werden und dass sie das Oberflächendesign für den Entwickler von Desktop-Anwendungen und mobilen Anwendungen deutlich vereinfachen. Nichtsdestotrotz gibt das Konzept des nativen Compilers mit Delphi und C++-Bilder natürlich jederzeit her, dass ich als nativer Compiler all das machen kann, was auf der Plattform zur Verfügung steht. Mir werden keinerlei Hürden in den Weg gelegt. Möchte ich mit Interns auf der Android-Plattform arbeiten, also Plattform- oder anwendungsübergreifende Kommunikation mit Android-Interns realisieren, steht mir das jederzeit frei. Ich kann es machen. Möchte ich zum Beispiel die das Apple MapKit benutzen, um spezifische 3D-Grafiken meines Überflugs über Berlin mit in meine Anwendung zu integrieren, stünde mir das an der Stelle auch soweit frei. Also, Delphi mobil bedeutet auch an der Stelle immer wiederum, ich habe individuelle Anpassungen, ich kann es jederzeit verändern, ich habe den passenden Stil, ich habe aber auch jederzeit die Veränderungsmöglichkeit, die Eingriffsmöglichkeit, es anders zu machen und auch systemspezifische Dinge meiner zugrunde liegenden Plattform jederzeit zu benutzen. Also wirklich eine Anwendung basierend auf Komponenten, von denen wir viele vorgefertigt haben, von denen auch zum Beispiel von TMS auch wiederum Zusatzkomponenten mitkommen, die man natürlich auch mit in das Ökosystem hineinbringen kann. Auch da auf Basis der Komponenten viele vorgefertigte Funktionalitäten nutzen, plattformübergreifend, jederzeit aber immer den vollständigen Zugriff auf die zugrunde liegende Plattform zu bekommen. Das ist das, was wir unter Multi-Device True Native verstehen. Das Beste von beiden Welten. Kompilieren auf der nativen Plattform mit echten optimierten Compilern, aber auf der anderen Seite Multiplattform mit dem Red Studio, mit Delphi XSI. Das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen vereinfachen, verbessern, vergrößern, integrieren, zum Beispiel über den Multi-Device Designer. Da war der Ton kurz weg. Ich muss mir mal kurz die Nase putzen. Die Erkältung hat mich erwischt. Mit dem Multi-Device Designer, auch das werden wir uns nachher mal in den Demos noch anschauen, in den immerhin noch minus 3 Minuten verbleibender Zeit. Visuelle Anwendungsentwicklung, Multi-Device Designer, auch das werden wir gleich am liebsten besten mal live sehen. Adaptives UI, flexibles UI, Plattformanpassungen, das sind die Punkte, die ich vorhin erwähnt habe. Und wenn es darum geht, sehr individuell zu entwickeln, automatisiert von der Plattform schon Verhaltensregeln, Plattformanpassungen zu bekommen, die das Framework für mich übernimmt, wo ich mich nicht mehr drum kümmern brauche. Also auch hier wiederum innerhalb des Multi-Device Designers mit Delphi XC7 sehr viel Zeit zu sparen, individuell, aber jederzeit für eine bestimmte Plattform ein unterschiedliches Look and Feel
generieren zu können oder aber auch systemspezifische Spezialitäten benutzen zu können. Das macht Delphi an der Stelle aus. Das Ganze über den Fire UI Multi-Device Designer. Das wollen wir uns lieber mal live anschauen. Okay, dazu gehe ich mal in eine geräteübergreifende Anwendung. Ich mache an der Stelle mal eine leere Anwendung. Und was ich jetzt nun hier habe, ist der FireMonkey Fire UI Multi-Device Designer. Der präsentiert sich in erster Linie hier oben über die Stil-Dropdown-Liste und über verschiedene Ansichten. Das heißt, für den Windows Desktop würde meine Anwendung jetzt so aussehen. Für mein entsprechendes Surface Pro, für meine Android, für meine iOS-Geräte, sehe das jetzt an der Stelle vielleicht etwas anders aus. Aber was bedeutet das nun? Ich habe prinzipiell einen Master, in dem ich hier wirklich wahlfrei bin, welche prinzipielle Ansicht ich hier nun haben möchte. Und innerhalb dieses Masters platziere ich nun meine Komponenten. Sei das jetzt zum Beispiel für OS X Desktop. Aber generell alle Komponenten erstmal in dem Master. Auch hier jetzt erstmal nichts Großartiges, Besonderes. Ich sag mal hier ein Editierfeld. Das ist jetzt hier eine iOS-Ansicht. Am Rande nur erwähnt, wir haben mittlerweile auch sowas Schönes wie unter iOS die entsprechenden Control Type einzustellen. Hier haben wir momentan Styled oder Plattform. Da bekommt man dann auch wirklich ein natives iOS-Editierfeld. Es gibt mittlerweile für einige Komponenten, das werden wir mehr und mehr ausbauen, dass man also nicht auf FireMonkey Styles angewiesen ist, sondern ein natives Editierfeld hat, wenn man noch spezielle Sachen mit drumherum haben möchte. Im Master platziere ich jetzt darüber hinaus nochmal einen Button. Wie gesagt, das soll jetzt hier nicht besonders schön sein. Und je nach Stil sieht das jetzt hier an der Stelle einfach ein wenig anders aus, wie man es dann haben möchte. Das ist erstmal der Multi-Device Designer. Dieser Master hat natürlich auch verschiedene Ableitungen. Das heißt, möchte ich auf einem Windows Desktop vielleicht den Button anders haben, in Größe, Farbe, Form, Position, möchte ich hier vielleicht einen anderen Text drauf haben, Windows Button, dann kann ich das hier natürlich jederzeit durchführen. Ähnlich wie in der visuellen Formularvererbung habe ich damit die Möglichkeit, individuelles Design für eine bestimmte Plattform umzusetzen. Um hier zum Beispiel auch für ein Android-Gerät hier noch ein komplett anderes Design zu bekommen. Um hier vielleicht auch mal das Alignment, die Anchors zu setzen, wie zum Beispiel Anchor Right, dass man hier diese Editierfelder einfach hier in der Größe hier mit ausrichtet. Schön ist es nicht, aber selten. Und genauso wie mein Button an der Stelle auch das Alignment nicht auf Left, sondern auf Right haben sollte, sodass ich auch auf einer Android-Plattform individuell gedreht haben kann. Wirkt sich natürlich nicht unbedingt auf dem Master aus, nur die Anpassungen, die ich im Master mache, wirken sich dann hier auch aus. Ich kann aber auch jederzeit wieder zu den geerbten Einstellungen zurückkommen. Ähnlich wie innerhalb der visuellen Formular, innerhalb des visuellen Formularvererbung auch hier wiederum geerbte Einstellungen rückgängig machen, was sich natürlich auch für jedes einzelne Editierfeld oder aber auch für alle Elemente hier durchführen kann in einem Rutsch, sodass ich wiederum mehr oder weniger auf dem Master bin. Schön ist es auch für Multiplattform-Design, für mobile Anwendung, den sogenannten Multiview einzusetzen. Dazu mache ich nochmal eine leere Anwendung. Auch das alte möchte ich mal nicht speichern. Dazu gibt es den sogenannten Multiview. Multiview ist genau betrachtet erstmal nur ein Panel. Sie sehen hier erstmal nichts Großartiges, Besonderes. Hier sehen Sie ein Panel oder irgendwie was Panelartiges, was hier mehr oder weniger hier mal links angedockt ist. Also es ist hier tatsächlich hier links angedockt. Was bedeutet das nun, Multiview? Innerhalb des Multiviews kann ich jetzt natürlich Komponenten platzieren, die individuell je nach Plattform eingeblendet werden oder ausgeblendet werden. Ich bin jetzt hier ganz bewusst
bist im Master, ich nehme jetzt mal hier eine Android-Ansicht rein, möchte hier vielleicht mal eine Listbox mit hineinbringen, die Listbox, die jetzt hier in dem Multiview mit drin ist und hier einige Einträge mit hineinbringen. Ich sage jetzt mal 1, 2, 3. Ich bin heute sehr kreativ, aber das liegt auch an meiner Erkältung, die mir momentan nicht mehr hergibt. Sieht man jetzt noch nicht besonders viel. Warum ist das so? Dazu kommen wir dann auch später noch. Neben dem Form möchte ich jetzt noch mal ein weiteres Panel mit hineinsetzen. Das Panel, was ich jetzt hier mal mit hineinbringe und ausrichte in den Client-Bereich, nimmt jetzt an der Stelle natürlich den kompletten Bereich ein. Das ist sozusagen der Standardbereich, in dem Komponenten angezeigt werden. Multiview hat jetzt hier natürlich auch noch wiederum die Möglichkeit, ein Target Control anzugeben. Auf welchem Bereich möchte ich mich dann überhaupt ausrichten? Auf welchem Bereich möchte ich mich darstellen? Auf welchem Bereich möchte ich mich auswirken? Was kann man damit erreichen? Einklappende Menüs. Wenn man jetzt mal auf ein Android-Gerät reingeht, da haben wir das vielleicht schon mal etwas plastischer vor Augen. Da hat man in vielen mobilen Anwendungen auf iOS, auf Android, kann man auch auf der Windows-Desktop-Plattform benutzen, kann man hier solche einklappende Menüs, die per Fingerwisch von links hier mit hineinkommen. Ich habe das Ganze hier mal vorbereitet, auch im Sinne oder in Anbetracht der Kürze der Zeit, lade ich hier mal ein Demo mit hinein. Ich gucke mal, was ich hier momentan für Zielgerät hier habe. Mein Android-Gerät ist momentan nicht dabei. Wo haben wir das denn mal? So würde das auf jeden Fall mal aussehen. Ich gehe mal auf meinen Nexus. Gucken, da haben wir es dann auch schon mal. Das ist ja Nexus 4. Ich habe hier sogar mittlerweile Android 5.0.1 mit drauf installiert. Die Anwendung heißt jetzt hier Multiview Demo, hat einen ganz tollen Namen. Und da sieht man das an der Stelle ein wenig besser. Mein Android-Gerät ist soweit geladen. Ich gehe mal hier soweit in das Springboard, hätte ich schon soweit fast gesagt. Gehe mal hier auf den Windows Desktop. Ich habe nämlich eine kleine Anwendung mitgebracht, den sogenannten Android Screen View, den ich jetzt mal nochmal auf aktiv schalte oder an der Stelle sogar lieber nochmal neu starte. Die virtuelle Maschine war jetzt gerade im Schlafen. Na, kommst du? Oder ich schiebe es an der Stelle einfach mal auf mein iOS-Gerät. Hab jetzt ja hier auch noch ein iOS-Gerät. Mein Screen View kommt nicht. Doch, da kommt er. Aber auf dem iOS-Gerät ohne Beschränkung der Allgemeinheit sieht man das im Allgemeinen ein wenig besser. Punkt ist nämlich hier nutze ich AirPlay. Das Ganze geht ein bisschen zügiger, das Ganze geht ein bisschen schneller. Und im Idealfall installiert er das nun hier. Aufgerufen werden kannst da Debug-Server was not mounted. Okay, das soll allerdings jetzt kein Problem sein, weil ich habe das hier frei nach Jean-Pütz schon mal vorbereitet. Was haben wir jetzt mit diesem Multiview-Demo? Diese hässliche Fehlermeldung lassen wir mal weg. Was wir hier nämlich genau betrachtet haben, ist ein Menü, ein Master, links diese verschiedenen Listbox-Items, die sich je nach Gerät einplacken können oder ausplacken können. Wenn ich das Ganze mal auf einem iPad ausführe, hat das iPad jetzt natürlich je nach horizontaler oder vertikaler Ausrichtung Platz für dieses Menü. So wie man das dann auch wiederum von, ich sag mal, einer Mail-Anwendung auf einem mobilen Gerät kann. Je nach Drehung hat man jetzt hier dieses Menü oder man wischt es einfach per Fingerzeig rein. Und das Ganze hier innerhalb meines iPods, hier sieht man dann auch die klassische Anwendung, verschiedene Tab-Sheets, die an der Stelle hier unten angesiedelt sind. Per Fingerwisch, und das kann ich hier wirklich butterweich machen, hole ich mir hier die verschiedenen Einträge mit hinein, kann natürlich auch hier wiederum
einschalten? Wie soll das Panel hier mit reinkommen? Soll es wirklich immer ein Dock-Panel sein? Möchte ich jetzt hier an der Stelle auch andere Einstellungen haben? Möchte ich es jetzt an der Stelle auch umstellen, wie man das dann auch jederzeit individuell haben möchte. Hintergrundfarbe, auch das kann man wiederum ändern. Das Ganze, deswegen gehe ich mal in den iOS Simulator, dann nehme ich mal ein iPad dafür, lasse es mal auf dem iPad laufen. Da sieht man es im Allgemeinen ein wenig besser. Gut, mein iPad ist jetzt natürlich wiederum viel zu groß. Da wollen wir nicht hin. Hier wollen wir hin. Ich mache das mal ganz bewusst klein. Ist jetzt ein iPad in sehr kleiner Art und Weise. Auf dem iOS-Simulator mache es nochmal ein bisschen größer. Ist es wirklich im Querformat? Bringt sich das hier mit rein? Drehe ich hier wiederum mein Gerät? Dann kann es sich natürlich auch automatisch ausblenden oder ich kann es per Fingerwisch hier mit reinbringen. Ich habe die verschiedenen Behaviors, die ich hier einstellen kann, bis hin zum Drawer, wie es dann auch wiederum hier mit hineingezogen wird. Auch das kann ich hier individuell einstellen, wie man es dann auch wiederum haben möchte. Sehr schöne Komponenten, um solche Menüeffekte auf mobilen Plattformen oder auch auf dem Desktop umzusetzen, bis hin natürlich auch mit individueller Ausstaffierung für Android und auch iOS. Auf meinem Android-Gerät will es jetzt nicht kommen. Gut. Deswegen haben wir es hier auf iOS-Gerät deployed und so weiter und so fort. Prima. Das sind im Groben und Ganzen aufgrund auch der zeitlichen Differenz hier auch schon alle Dinge, die ich heute zeigen wollte. Kurzer Einblick in den Multiview Designer, in die Fire UI-Möglichkeiten, parallele Programmierbibliothek. Innerhalb von FireDeck hat sich ein bisschen was ergänzt, erweitert, aber dazu auch noch weitere Webinare etc. pp. Dann bin ich jetzt soweit durch und gehe jetzt einfach mal soweit in die Frage-Antwort-Runde. Da gab es ja im Laufe der Zeit schon die ein oder andere Frage-Antwort, auf die ich dann nun zurückkommen möchte. Gut, Ton gibt es, Ton gibt es, Ton gibt es, Ton gibt es, Ton gibt es. Ton habe ich nicht abgeschaltet, Ton ist wieder da. Ja, prima. Gibt es hier Möglichkeiten, Code auf Grafikkarten zu kompilieren? Eine Frage von Dirk Jeckel, schon vor einiger Zeit gestellt, von einer Dreiviertelstunde. Aber wie gesagt, die habe ich erstmal zurückgestellt. Kurze Antwort ist nein. Wäre interessant. Interessanter wäre es natürlich auch hier mehr ja, Floating Point Operationen auf Grafikkarten auszuführen. OpenCL ist hier so das Stichwort innerhalb der Mac-Welt. Das findet man heutzutage, das könnte man natürlich auch innerhalb von Delphi nutzen, aber Compiler sind eigentlich eher Integer-lastig. Die sind weniger Floating Point-lastig. Floating Point, das ist das, was eine Grafikkarte sehr gut kann. Integer ist in der Form eigentlich eher immer noch auf der eigentlichen CPU zu finden. Gut, Target Linux, eine Frage von Beat Ekli, ist in der Mache. Wir erwarten es für dieses Jahr. Das ist natürlich erstmal nur eine Erwartungshaltung. Was daraus wird, wird sich dann auch wiederum zeigen. Das ist momentan in der Planung. iOS 64 ist momentan ein großes Thema, wo wir auch innerhalb der nächsten Wochen auch bestehenden XE7-Kunden eine Lösung präsentieren müssen, querstrich wollen. Das ist ein Thema, weil Apple hier am 20. Oktober letzten Jahres gesagt hat, dass neue Anwendungen ab dem 1. Februar einfach 64-bittig sein müssen, Upgrades dann später im Jahr, Updates später im Jahr auch 32, 64-bittig. Also da muss man ein bisschen entwickeln und dann wird auch Linux danach irgendwann mal kommen. Es ist geplant für dieses Jahr, so viel sei gesagt. Generell die Roadmap wird innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen aktualisiert. So hat es mir zumindest Marco Cantu gesagt, dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Hier ist also auch einiges noch in der Entwicklung und in 2, 3 Wochen wissen wir dann auch offiziell alle mehr. Gut.
Hier eine Frage: Sind die neuen C++-Builder-Features mittlerweile identisch zu den neuen Delphi-Features oder hängt der C++-Builder noch hinterher? Im Groben und Ganzen ist der C++-Builder wirklich on top of the front, also wirklich ganz vorne mit dabei. Es gibt nur einen kleinen wesentlichen Punkt, wo der C++-Builder noch hinterherhinkt, und das ist der Win32-Compiler. Der Win32-Compiler ist nämlich noch ein guter alter Borland-Compiler, der dann doch etwas in die Jahre gekommen ist. Den wollten wir eigentlich schon ein bisschen früher auf C-Lang, respektive LLVM, auf diese Infrastruktur, auf diese Kette umstellen. Haben wir noch nicht geschafft, ist aber in der Arbeit. Ansonsten von der Funktionalität, parallele Programmierbibliothek, Android, iOS, all das geht auch mit dem C++-Builder. Hier war die Frage von Stefan Kolb: Kann man auch endlich Anwendungen für Windows Phone entwickeln? Die offizielle Antwort ist: Windows Phone-Entwicklung ist interessant. Wir beobachten den Markt, warten allerdings noch auf eine nachhaltige, substanzielle Änderung der Marktanteile. Soll heißen, es ist wirklich schon ein interessanter Markt. Es gibt durchaus einige Märkte, wo Windows Phone iOS mittlerweile überholt hat. Da denke ich zum Beispiel an Italien, wo Windows Phone deutlich verbreiteter ist als iOS mittlerweile. Aber weltweit betrachtet ist es immer noch ein relativ kleiner Anteil. Auch das planen wir für später umzusetzen. Das ist relativ wachsweich, das weiß ich. Aber auch da sollte man einfach mal in 2, 3 Wochen in der Roadmap noch mal ein wenig näher schauen. Gut, Frank Krugler hat endlich Ton um 10:30 Uhr. Ist die Hilfe also immer noch unzureichend? Eine leicht spöttische Frage von J. Bartels. Hilfe ist in meinen Augen fantastisch. Die Hilfe ist mittlerweile sehr weit, sehr gut. Wo es momentan einige Differenzen gibt, weniger rühmliche Differenzen sind bei ganz neuen Funktionalitäten. Sei das Bluetooth, sei das T-Threading, die parallele Programmierbibliothek, da ist die Dokumentation noch etwas übersichtlich. Aber wenn Sie da mal in einen, ja, ich sag mal, in die Blogs mit hineingehen, wie zum Beispiel Stephen Ball, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Stephen Ball Blog jetzt auf Anhieb finde. Stephen A. Ball. Das ist auf jeden Fall seine Seite. Ups, ich bin jetzt hier auch etwas verwirrt. Stephen A. Ball. Er bloggt relativ viel darüber. Da finden Sie auch erweiterte Dokumentation. Ja, man findet Dokumentation zu den neueren Funktionalitäten. Man muss allerdings nicht unbedingt davon ausgehen, dass es unbedingt alles allumfänglich in der Hilfe mit integriert ist. Kurze Frage von Frank Sievertes: Unterstützt Fire UI auch HTML5? Nein. Man kann natürlich eine Webkomponente mit inkludieren, in der man dann HTML5 ausführen lässt, aufgrund von statischen oder selbst erzeugten HTML5-Dateien. Aber prinzipiell nichts über das, was eine eingebettete Webkomponente mit hineinbringt. Linux hatten wir soweit, Windows Phone hatten wir soweit. Hier eine Frage von Klaus Heiß in Bezug auf ja, Scrolling, schnellere oder weichere Übergänge beim Scrollen, beim Verschieben von mobilen Anwendungen innerhalb von FireMonkey, ob sich da was gebessert hat. Ja, an dieser Performance-Schraube haben wir immer sehr, sehr stark geschraubt. XE6, XE7, da sollten Sie eigentlich deutliche Verbesserungen feststellen. Jetzt sagen Sie natürlich nicht, von welcher Version Sie kommen, aber XE6, XE7 hat sich an der Performance von FireMonkey deutlich was zum Positiven getan. Target Windows 10 Mobile. Ja, Windows 10 hatte ich anfänglich schon mal kurz angerissen. Hier eine Bemerkung von Uwe Röskar. Windows 10
Wir warten auch ab, was da kommen wird. Es ist momentan sehr interessant. Auch da denken wir natürlich auch zum Beispiel an die an das Safe Exception Handling, ein Punkt, in dem der Delphi Compiler momentan abgeht. Ich drücke es mal so krass aus. Safe Exception Handling ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für Windows 10 Anwendungen. Das werden wir umsetzen mit dem entsprechenden Herbst-Release von Delphi, was wir dann im Herbst erwarten. Gibt es eine Schnittstelle, um C-Funktionen einzubinden? Ja, klar. Wenn Sie die DLL haben, müssen Sie die DLL importieren. Wie sieht es mit einführender Dokumentation der Möglichkeiten von Delphi aus, insbesondere für Einsteiger, eventuell auch Sekundärliteratur? Ach, da gibt es eigentlich mittlerweile relativ viel. Wenn Sie mal zum Beispiel in den Delphi-Treff hineingehen, ich suche einfach mal nach Delphi-Treff. Delphi-Treff, da gibt es eine Vielzahl von Tutorials. Delphi-Treff ist eine deutsche Community-Page. Seite, wo also auch viel über Grundlagen, Einführung gegeben wird, wie man in Delphi einsteigt, wie man mit der Programmierung als solches überhaupt beginnt, bis hin natürlich auch zu Sprachkonzepten, also sehr viel an Informationen mit enthalten. Es gibt noch auf verschiedenen Wiki-Seiten auch entsprechende Lernkonzepte, Lernprogramme von Delphi. Für alle, denen das nicht genug ist, die vielleicht etwas mehr haben wollen, da sei jetzt natürlich auch empfohlen, die Seite cc.embarcadero.com/rec/Delphi. Da gibt es auch die passenden Handbücher, Object Pascal Handbuch von Marco Cantu in japanischer Sprache. Nein, das gibt es natürlich auch in Deutsch oder aber auch hier in englischer Sprache. Darüber hinaus natürlich auch das Buch von Nick Hodges für den Delphi-Einstieg. Also da gibt es mittlerweile relativ viel Dokumentation wieder. Da muss man sich also auch nicht hinter verstecken. Das Buch von Nick Hodges gibt es natürlich auch für alle die, die nur die Trial-Version heruntergeladen haben. Zumindest gab es das an der Stelle. Im Notfall mir eine E-Mail schreiben, das werden wir an der Stelle schon irgendwo finden. Hier eine Frage bezüglich Apple Push Notification Services oder Google Cloud Messaging ohne Kinvey on Pass von Uwe Rösker. Auch das ist möglich. Sie können also auch direkt aus einer Desktop-Anwendung Push Notifications absetzen, ohne dass Sie jetzt auf, ja, ich sag mal, auf, ja, Bas-Services angewiesen sind, wie Kinvey und Pars. Auch das ist möglich. Meine Kollegin Sarina Dupont hat darüber geblockt. Wenn Sie auf die Webseite blogs.embarcadero.com gehen, da finden Sie dann auch den Blog von Sarina Dupont und da werden Sie dann auch relativ schnell fündig. Wo das jetzt mit drin ist, weiß ich nicht. Aber das ist ein sehr, sehr guter Blog von Sabine Dupont, wenn es um Konzepte mobiler Plattformen geht. Ups, schön binäre Dinge hat sie da mit drin. Aber das ist generell möglich. Gut, das war soweit von den Fragen her. 11:13 Uhr, nur eine halbe Stunde überzogen. Da es momentan keine weiteren Fragen mehr gibt, bedanke ich mich soweit für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche noch einen schönen sonnigen Tag, wo immer jetzt auch die Sonne scheinen mag, hier auf jeden Fall nicht und beende somit dann auch das Webinar und auch die Aufzeichnung. Die Aufzeichnung heute Mittag wird auf dem YouTube-Channel unter dem Stichwort Embarcadero Germany zur Verfügung gestellt.